Am 25. November findet im Soccer Center Heusenstamm die 4. deutsche Bubble Football Meisterschaft statt. Bubble Football ist ein Fun-Sport, bei dem die Fußballspieler auf einem kleinen Feld einen 11 Kilo schweren Gummiball um den Körper geschnallt haben. Das ist der sogenannte Bambas. Und der amtierende deutsche Bubble Football Meister, die Wildfische aus Rumpenheim, zeigten dem Extra-Tipp, wie man den Bambas richtig einsetzt. Also das erste Mal Bubble-Fußball sollte man angehen mit wenig Angst. Das Verletzungsrisiko ist echt gering, aus eigener Erfahrung. Wir haben schon über 100 Spiele gemacht und keine Verletzungen gehabt im Team. Spricht halt an und für sich schon dafür. Ansonsten auf dem Platz Mut zeigen, einen festen Stand haben und ja, man muss auch einen Blick aufs Feld haben. Und man spielt ja nicht alleine, das ist ja ein Mannschaftssport. Man hat noch drei andere Teamkollegen auf dem Platz und da muss man seine eigene Taktik finden und nicht immer die gleiche Taktik, das ist die richtige Taktik. Also wir haben sowohl Teams, die aus professionellen Fußballspielern, nenne ich es jetzt mal, bestehen, und auch gemischte Teams, wo sich dann halt auch Mädels mit anmelden dürfen oder halt einfach so gemischte Truppen, die halt einfach Spaß haben wollen an dem Tag, weil das steht einfach im Vordergrund, dass man Spaß an dieser Veranstaltung hat. Es wird auch witzig, es wird auch sehr witzig für die Zuschauer, also es ist für jeden was geboten. Jeder darf das mal ausprobieren, man braucht keine Vorkenntnisse, weder in der Profigruppe noch in der Amateurgruppe, also in der Mixgruppe. Bei der Profigruppe ist die einzige Voraussetzung, das Team besteht aus 8 Personen. Da können natürlich auch Frauen teilnehmen. Allerdings müssen die halt sehr standhaft sein. Also die sollten Fußball spielen können, weil sonst wird es halt einfach schwierig, sich gegen reine Herrenteams durchzusetzen. Als Frau ist man meistens körperlich unterlegen, weil man einfach nicht so gut Fußball spielen kann oder einfach nicht so kräftig ist wie jemand, der vielleicht 120 Kilo wiegt. Also da muss man auf jeden Fall dem gewachsen sein. Das ist das für die Profiliga, also 8 Leute, die wirklich Bock haben und sich da auch ein bisschen reinwerfen. Also in der Profiliga geht es meist härter zur Sache. Und in der Mixed-Liga, das ist wirklich so eine Hobbyliga. Also da kann jeder mitmachen. Da ist aber die Voraussetzung, dass mindestens 4 Frauen in der Mannschaft dabei sind. Weil wir wollen halt nicht, dass da ein reines Herrenteam antritt und den Mädels dann den Tag irgendwie versaut, weil die dann einfach zu krass draufgehen. Sondern es soll wirklich jeder Spaß haben in der Hobbyliga. Das sind die einzigen Voraussetzungen. Und ja, vorher anmelden ist ganz wichtig.